Soweit ich mich erinnern kann, gibt es in meinem Leben nicht irgendwie einen Punkt, an dem ich sagen könnte, da wurde mir bewusst, dass ich anders bin, dass ich eine schwere Erkrankung habe. Man kann es auch anders formulieren, ich weiß nicht, wie es ist, gesund zu sein. Als ich 2 Jahre jung war, wurde die zystische Fibrose, also Mukoviszidose, gestellt und da hieß es, dass ich die nächsten 2 Wochen wahrscheinlich nicht überleben werde. Dann hieß es, in die Schule werde ich nie kommen, aus der Schule werde ich nie kommen, mit 20 ist Schluss. Ich bin Markus Henny, ich lebe in Bern und habe die Erbkrankheit Mukoviszidose. Jetzt werde ich bald 41, bin verheiratet, habe Kinder. Als ich 20 Jahre alt wurde, hätten das alle für unmöglich gehalten, inklusive ich selber auch. Mukoviszidose ist eine Stoffwechselkrankheit, die die körpereigenen Flüssigkeit verdickt produziert und so zu Verklebungen führt im ganzen Verdauungstrakt, aber vor allem auch in der Lunge. Das schädigt die Organe, baut das Lungenvolumen ab und führt immer wieder zu Infekten in den Lungen. Und das ist eigentlich auch das, was mich immer wieder ins Krankenhaus gebracht hat. Das heißt so 2 Monate pro Jahr im Krankenhaus. So ein Alltag sieht aus, dass ich zum Frühstück vielleicht so 5 Tabletten nehme. Und dann folgt die erste morgendliche Therapie, die dauert so bis zu 1,5 Stunden. Das sind Inhalationstherapien, die die Atemwege öffnen. Ich hatte auch immer Träume und vielleicht sogar größere Träume als gesunde Menschen. Ich habe zum Beispiel geträumt, mal Astronaut zu sein. Oft wusste man dann irgendwo im Hinterkopf, das ist sehr unrealistisch. Planen in die Zukunft konnte ich gar nicht. Das habe ich auch mit meinen ständigen negativ gestellten Prognosen gar nie gelernt. Als ich so Mitte 20 war, gab es schon eine sehr harte Phase in meinem Leben. Es ging beruflich nicht weiter in einer Beziehung und die Krankheit schlug immer und immer wieder zu. Und da kam ich schon an einen Punkt, an dem ich mich fragte, muss ich mich dem Leid noch stellen? Oder wäre es nicht eventuell sogar besser, wenn ich einfach gehen würde? Ich war damals im Krankenhaus und wusste natürlich, wo die Medikamentenschränke sind und habe dann das gewählt, was eigentlich mein System hätte stoppen sollen. Also für mich war es so eine sichere Art zu gehen und dann funktionierte es trotzdem nicht, dass ich sofort der Gedanke hatte, da wollte jemand nicht, dass ich gehe. Gott hat und behält die Fäden in den Händen. Etwas, was einen Lichtblick bringt, ist, dass bei Mukoviszidose ein neuartiges Medikament auf den Markt gekommen ist und das verspricht extreme Besserung in dieser Erkrankung. Und das ist etwas, was ich jetzt am eigenen Körper erleben kann. Ich entdecke neue Fähigkeiten. Ich kann neu sogar laufen, also joggen gehen. Auch wenn ich mit Gott unterwegs bin, verstehe ich ihn nicht immer. Also gerade all das Leid auf der Welt, vielleicht sogar auch mein eigenes, warum ich. Ich habe die Hoffnung in mir, dass am Schluss alles gut sein wird.